Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Ark Survival Evolved. Und ja, wieder mit Verstärkung. Die Dano ist mit am Start. Grüß dich. Hi. Und unsere beiden Rexis. Die haben Ja, die wollen Auslauf. Gerade mal anfangs den Kopf zusammengesteckt, aber irgendwie wollen sie jetzt nicht mehr. Doch, da, so. Oh. Oh. Ja, wie du ganz richtig festgestellt hast vorhin noch im Offscreen. Mama, das, Mama und Sohn. Genau, Mama und Sohn. Mein Idefix, das ist der Nachwuchs von der Abrissexpertin, auf der Dano sitzt, und dem Obelix, richtig? Ja. Genau. Ach der ja. Obelix steht da hinten, der darf Obelix nur zuschauen. Obelix steht noch da hinten, ja. Naja, dann machen wir mal einen schönen Ausflug. Wir haben heute vor, die Dimorphodon-Bande zu erweitern. Die wurde in den letzten Tagen schon ordentlich erweitert, kann man dazu sagen. Ich weiß nicht, ich selbst habe, glaube, 10 reingeholt. Du hattest, glaube ich, auch nochmal 2, kann das sein? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich glaube 2 oder 3 und du hast noch einen Kompi gekriegt. Und genau, kommt so Knatos heißen sie, beziehungsweise Kompi in der Kurzform. Die werden wir auch noch zeigen. Die werden uns vermutlich sowieso wohl oder übel jetzt gleich begegnen. Die Dimorphodon, die kleinen Flatterviecher, die wollen wir zähmen. Ich hatte dort oben ja den, der Alaytok hat es treffend Taubenschlag genannt. Finde ich ganz passend. Also oben ja, das passt. Diesen Käfig gebaut, der ist mittlerweile fertig. Das hatte ich ja in der Folge nur angefangen. Der ist mittlerweile fertig. Schauen wir uns auch noch an, hoffe ich. Und da musst du nur mal drüber fliegen, schaut toll aus. Genau. Ich bin mit dem Quetzal heute hergeflogen. Genau, ich flieg mal drüber und du kannst unten mal die Tore öffnen und schließen. Oh ja. Dann sehen wir auch, dass alles funktioniert. Also das hat soweit funktioniert, du wie hast es sollte. Du hast sie schön platziert, ist mir aufgefallen. Ja, außen sind sie anders ausgerichtet als innen, gell? Nee, ich meinte die Tiere oben hast du schön ausgerichtet. Ach so, die hab ich auch verteilt mittlerweile. Ich weiß gar nicht, ich wie viel hab's gemerkt. Ich denke mal so 20 werden wir jetzt schon haben. Gut und gerne. Naja, du wolltest 40, da haben wir noch ein bisschen was. Ja, ich denke, oben reichen so 20, 25. Ich habe allerdings noch so die Idee, das Ähnliche nochmal zu bauen an anderer Stelle. Insofern brauchen wir dann 40. Jetzt ist da nur ruhig, weil sie denkt, der ist komplett durchgedreht. Mal schauen, ob wir die Viecher finden. Die sind eigentlich hier sehr... Da vorne fliegt doch schon einer, ich sehe es doch schon. Hier, in grün. Grün haben wir noch nicht. Wo siehst du da gerade einen? Hier, vor mir, genau vor mir, da. Ein Level, was war das? Sag nicht 1. Nee, 17 oder irgend sowas. Ah, toll, in die Sonne. Seh nix. Ah, verdammt. Die sind sacke schwer zu treffen. Oh, ja. Ich habe das schon probiert mit... Jetzt habe ich ihn. Oder du? Nee, ich. Nee, ich glaube du. Das ist schade. Er liegt. Was? Der ist ja kleiner. Ja, Level 17 oder sowas, ja. Schaust du auf den Topper? Ich kann auf den Topper schauen, ja. Holst du ein bisschen Fleisch? Ja. Super. Am besten Prime Meat, dann geht's am schnellsten. Wenn hier irgendwo ein Paraceratarium rumstampft oder eine Schlange. Wohl auch mal den Rexi nach vorne. Achso, den wollte ich eigentlich auf Assi pfeifen, fällt mir da ein. Das haben wir ganz vergessen, aber es ist ja gut gegangen. Es ist ja nochmal Jordi, Junge. Hier ist noch einer. Den hole ich auch noch. Oh. Das habe ich nicht getroffen. Auch nicht getroffen. Man muss die genau im Körper treffen. Ah, verdammt. Der Level ist uns relativ egal, haben wir beschlossen, sonst kriegen wir auch die Mengen nicht zusammen. Und ich schaue immer, dass ich einen über 60 da wisch. Oh, war ja. Ja, da hat man dann richtig zu tun mit. Ah, das sind echt zwei hübsche hier, das ist interessant. Moment. Ach komm. Dich nicht so. Primate kommt eklig. Ey, das gibt's nicht. Der sieht aus hier wie ein Igel. Mad-Igel quasi. Komm her, komm her, komm her. So, hab ihn, wunderbar. Die sind auch ziemlich, wie soll man sagen... Huh! Was? Ach, das warst das du. Das bin nur ich. Oh, hatte doch noch gesagt, Primate kommt angelaufen. Oh,
Oh, ja, nee, ich hatte auch noch die Kampfmusik, weißt du? Die hat noch nicht aufgehört gehabt. Deshalb, das war richtig fies jetzt. Ich bin heute nach der Aufnahme von Fallout sowieso ein bisschen angespannt. Ich habe heute diese Ghoul-Folge abgedreht. Ich verstehe gar nicht, warum. Seitdem ist mein Nervenkostüm irgendwie nicht mehr so gut. Folge, was ist denn das? 15, 14? Ich weiß es gerade gar nicht. Ghule nennt sie sich. Die. Alter, der hat jetzt mal zwei oder drei Prime Meat auf einmal gefressen. Der ist fast fertig, ne? Ja, aber gib sicherheitshalber noch ein bisschen Fleisch aus der Abrissexpertin rein. Ich habe noch Fleisch im anderen, im Rex. Ich mach's da eben rein. Ich geb's dem anderen. Ja. Mit dem nächsten ist er quasi fertig. So Sehr gut. schnell. So schnell kann Zähmen gehen. Ich schau mal, ob ich noch ein Paraceratherium finde. Ja, gerne. Der hat's ein bisschen in den Sand reingehauen, aber der sieht doch echt schick aus hier. Oh, da ist schon der erste. Jetzt weiß ich noch nicht, was es war. Flattermann nenne ich es mal. 12 sind wir da Da mittlerweile. gegenüber auf der anderen Strandseite fliegt übrigens auch ein Hübscher. Ja. Können wir machen? Ach, da ist er. Ich versuche ihn nicht zu fressen, ja? Ja, ach Gott, wenn du ihn erwischst, hier sind so viele. So. Mal schauen, bist du Männchen, bist du Weibchen? Male, dann ist Flattermann. Weiß nicht doch. Bitte? Na, männlich, weiblich, weiß nicht. Ach, männlich, weiblich, ja, möglich. Entscheidet sich noch. Oder so, genau. Entscheidet sich noch. Ist noch zu klein. So. Nehmen wir das Zeug gerade wieder raus. Schauen mal rüber, ob wir hier noch Prime Meat brauchen überhaupt. Nö, brauchen wir nicht mehr. Also nicht für den, dann lass es im Rex, wenn du was hast. Der ist auch gleich fertig. Gehen ja schnell die Kleinen. Dann sollten wir es nur gerade direkt zurückbringen. Unten einfach in die Basis schmeißen. Dann holen wir uns den nächsten. Hier muss ich mal einen Dilo entsorgen, sicherheitshalber. So, Rückwärtsgang. Piep, piep, piep. Piep. Oh. Ich will noch den Rückwärtspieper für einen T-Rex. Das ist wichtig. Am lustigsten wären es allerdings beim Paraceratherium, muss ich sagen. Naja, da wackelt doch eh die Erde, sodass du nichts mehr brauchst. Das stimmt. Eigentlich Warnung genug. Hast du jetzt beide? Der eine ist noch nicht ganz fertig. Er muss noch einmal fressen. Das sollte er aber gleich. Dann kannst du den schnappen. Das ist ein Weibchen. Da sind wir bei 9, glaube ich. Das müsste jetzt Flatterfrau 9 sein, falls du die Oh, Anzeige der kriegst. grüne Schatz ist das. Tada! Ja, gell? Ja, aber umbenennen kannst du es notfalls ja jederzeit. Na Aber die klar. rote schaut auch gut Die aus. rote sieht richtig gut aus. Die Ah, die schaut ist nett schon nett. aus. Moment, gerade mal hier. Glaubt Runde. ihr, nehme ich mit? Kannst du auch. Kein Problem. Die sieht wirklich nett aus. Mit der Kopfzeichnung auch. Schick. Nee, ach du weißt doch, ich bring die im Endeffekt zu dir dauernd rüber. Oh, ist eine coole Aufnahme. Hey. Ja, schaut gut aus, auch dein Grüner. Sehr gut. Dann bringen wir die beiden Schätzchen schon mal nach Hause und gleich an die nächsten. Das ist hier Massenproduktion. Wir können ja auch schauen, ob wir mal vielleicht ein oder zwei Kompis finden, wenn der Level passt. Wenn wir wirklich gerade drei mit haben. Genau, muss einfach passen. Ansonsten, ja, der kann man ja auch mal erzählen. Die Kompis, die Chromsognathus, die neu reingekommen sind mit dem letzten Patch, na komm Tor, Spawne. Ich sehe noch gar nichts. Oder geht ein Tor auf? Ich sehe zwar sonst nichts. Das sind Rudeltiere letzten Endes. Also so, wenn du einen triffst, sind sie eigentlich friedlich. Wenn du dann mehrere triffst, dann werden sie irgendwie aggressiv. Dann mucken sie auf und sind als Rudel durchaus, ich sag mal, im höheren Level zumindest dann durchaus nervig. Und dann, ja, das Zähmen, das funktioniert klasse. Halt, du hast ihn noch auf Follow. Ups.
Schnapp ihn dir, pflück ihn. Ah, ich pflücken. Ja, warte, ich muss ihn noch passen. Ja, mach einfach U oder. Hast du es umgelegt? Natürlich, ich hab nur den F-Tasten. Schmeiß ihn runter. Komm her, halt, bleib hier. Brav. So. Huch. Ja, ich wüsste ja, wo wir Kompis finden, aber da willst du nicht hin. Ich weiß auch, wo wir sie finden. Da direkt unten, wo wir waren. Da hopsen die ganz schön rum. Ja gut, und die sind halt ein bisschen, wie soll man sagen, ja, die mögen's feudal. Also Lände ist das Beste. Verwöhnte Dinos. Genau. Wir wollen nur Dino-Lände und ja, das feinste Filet eben. Und das bitte im Sekundentakt. Und das im Sekundentakt. Und im Sekundentakt wollen sie auch die Narcotics haben, weil die irrsinnig schnell Torpor verlieren und nur ganz wenig haben. Fluch und Segen zugleich. Also der Große, den du hast, der hatte 170 Torpor. Der ist jetzt 152. Sogar ganz entspannt dann fast schon, ja. Musste da gerade mal was entsorgen. Ja, so. Ich sehe schon. Ich glaube, den Affen hier machen wir auch mal auf die andere weg. Seite? Ja, können wir. Oder? Ja, gut, dann lass... Oder? Ja. Ob? Der Affe ist fällig. You have tamed a Dimorphodon stand bei mir noch, jetzt wo ich die UI wieder angemacht habe. Das wird scheinbar mit abgespeichert. Dann gehen wir mal rüber. Aber hier sind eigentlich immer Kompis gewesen. Ich sehe jetzt gerade keine. Die sind auch so super winzig. Warte einfach, die stehen dann früher oder später eh unterm T-Rex. Ja, hier vorne ist ein Vogel überm Wasser. Schlecht geschossen. Oh, jetzt wollte ich mal ein bisschen quasi in den Flug angeben? Reinschießen. Nee, in den Flug wollte ich rein. Also ich wollte in... Ah, Mann. Na komm, lad den Pfeil. Ist schön, dass wir da beide... nicht treffen. Nee, irgendwie hat er meinen Pfeil nicht geladen. Ich habe gedrückt und es ist nicht abgeschossen. Lag. Ah, super. Ja, ich sehe es. Der Vogel ist weg. Genau, die Sonne ist fies. Wahrscheinlich... Ah, ich habe ihn. Oder du. Oder wie auch immer. Auf jeden Fall. Nee, du. Ich wieder. So, Hammern. Ja, liegt. Ja, yep. Wunderbar. Dann... Narcotics sind drin. Magst du jetzt Fleisch holen? Ja, können uns gerne mal abwechseln. Dann beziehungsweise hol ich mal... schau mal, ob in der Abriss noch was drin ist, aber das wird weg sein. Nee, da ist noch. Cool. Wenn es auch rausgehen würde, irgendwie. Oh, komm schon. Ja gut, okay. Ist quasi weg. 16 Sekunden. Mal schauen, ob noch eins ist. Ja, dann schau. Geben wir ihm gerade beide Narcotics, oder wie? Ich hatte gerade auch reingehauen, damit er Hunger kriegt, aber du hattest wahrscheinlich dieselbe Idee. Ja. Was er hat eins gegessen. Eins hatte. Ja, der Rest ist auch alles 40 Sekunden und so, dann hole ich mal frisches. Ja, drei braucht er noch oder zwei, dann wird er fertig sein. Ach so, ein Stack Fleisch kannst du dir aus deiner Abrissexpertin holen jetzt, ne? Damit er nicht rückwärts läuft. Oh, hier ist noch einer. Soll ich ihn auch gerade legen? Kannst du machen. Hast du wieder Markierung mit? Ich, ja, die sind ja schnell gebaut. Das ist eine Thatch Foundation, kann ich immer richten oder einen Baum fällen oder so. Es geht ja schnell. Was? Ach, scheiße. Die los. Die habe ich übersehen. Drei Stück. Nervviecher. Ich glaube, ich habe mal eben schnell oder so gesagt. Aber du hast das heute schon einmal nicht hören wollen. So, dann nehme ich noch das Schlangenei, wenn es hier schon rumliegt. Das wird ein. Also, dass man sowas nicht sagt. Da ist er ja. Na? So, Dilo liegt, aber ich habe noch penetriert hier von der Mega Neura. So. Au, ich weiß doch, wie das geht. Oh, hier ist noch ein Dimorphodon. Hahaha. Okay, jetzt haben wir gleich. 3 Mate Boost ist immer gut. Ah, ne, er hat aufgegeben, dann lasse ich ihn mal. Oh Mann. Du bist schon da?
Narkotik sind schon drin. Super, ich habe nur ein Fleisch gerade, Moment. Da Moment, ich hol mal gerade was raus aus deinem. müsste drin sein an. Ein Primate sogar. Ja, genau, das meinte ich mit Primate. Müsste drin sein. Ja, die sind ja jetzt nicht in so einem hohen Level. Da geht es ja mehr um die Geschwindigkeit als um wirklichen Primate-Nutzen. So. Nächster. Okay, ich muss aber mal rüber zum anderen. Ja, macht das. Ich mach die beiden hier. Serienproduktion läuft. Du meinst Massenproduktion. Oder so. Oh, Nebel! Hey, es wäre kein Let's Ja, du Play von bist mir. im Spiel. Ja. Aha. Juhu. Oh, das ist ein Level 68er, den ich hier vom Himmel geholt habe. Ja, der wird ein bisschen länger brauchen. Da brauchen wir doch Primate. Ja. Ne, du hattest sogar eines, aber ich glaube, das hat der andere jetzt wahrscheinlich gegessen. Kacke, Ich gebe dem mal voll Torpor und komm rüber, ja? das ist gut. Soll ich hier mal was aufbauen? Oder findest du Nee, die? brauchst nicht, die Abrissexpertin bleibt da und ich finde das drüben schon. Ja, ich würde dann jetzt auch schon mal wegstampfen. Und schauen, dass ich ein Paraceratherium finde. Die bringen ja manchmal gleich 3, 4 Primes. Ja. Aber wo sind die Paraceratherium-Sinse, wenn man sie braucht? Da. Da zum Beispiel. Der hat sogar 500 Torpor, der Große. Ja. Das ist richtig nah. 6 Primate, ja perfekt. Das reicht für den Großen. Hier ist noch eine Schlange, die will auch noch. Voll, auch nochmal ein Prime. Ja, jetzt muss ich nur gucken, dass ich in dem Nebel dich wiederfinde. Ich habe leider keine Flairgun da. Hast du eine Fackel? Ja. Mach mal an, bitte. Okay, ich sehe dich. Ich leuchte mit. Ja, ich dich auch. Nimmst du raus? Ich probier's gerade. Müssten 7 sein. Ja, die Bären waren Absicht. Gut. Dann kannst du aber rübergehen wieder, weil ich denke, mit den 7 Prime kriegen wir den durch. Okay. Ich werde dem dann jetzt auch ein bisschen Stimulanz reingeben, dann kriegt er entsprechend Hunger. Das sollte hoffentlich gehen. Oder was heißt unser? Das Rezept mit den Stimulantien, beziehungsweise die Vorgehensweise mit den Stimulantien, die zu pushen, hat man ja schon mal erklärt. Einfach damit Ich du glaube schneller schon Hunger. mehrfach. Eben. Aber es wird auch immer wieder gefragt. Ist einfach, um die schneller hungrig zu machen. Dass man mehr Narcotics reinschaufeln kann, wovon die Hunger bekommen. Und dann geht das Zähmen schneller. Das wird nicht besser, das wird nicht schlechter, es wird nur schneller. Ja, Gott sei Dank wirkt es sich nicht auf die Theming-Effizienz aus. Das wäre schlecht, ja. So, jetzt lassen wir es einmal aufs Maximum laufen. 502 und Kümmerst du jetzt gehen dich wir um den rückwärts. zweiten eh 1, auch? 2, 3, 4, 5 können wir machen. Ja, mache ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und machen wir noch eins. So. Und dann läuft das erstmal runter. Negativ die Stimulanz, also läuft der Betäubungswert runter. Und wenn die Stimulantien quasi aufgebraucht sind, also das, was ich reingepfiffen habe, aufgebraucht ist, dann erst greifen die Narcotics und dann geht es wieder in die andere Richtung. Genau. Also der da Und drüben bei mir ist bald fertig. die Danu hat ja schon auf ihrem Kanal, ja, hier der ist jetzt nicht mal mehr halb, also ein bisschen braucht er schon noch, hat auf ihrem Kanal schon das Kochen vorgestellt. Und da sind wir noch so ein bisschen am Rätseln. Ich werde das auch nochmal zeigen, denke ich. Das finde ich schon spannend. Und da sind wir noch so ein bisschen am Rätseln, weil man vielleicht auch da Food herstellen kann, was tatsächlich die Stamina senkt. Ob man das dann statt dem Stimulanz einsetzen könnte auch hierfür. Das werden wir nochmal versuchen rauszufinden. Weißt du, was interessant wäre? Wenn man Hunger senken kann, ob man das dann bei Dinos verwenden kann. Ja, aber Hunger senkt keins bisher, ne? Ah, ich weiß nicht, muss ich nochmal schauen. Ich habe schon, sorry, ich habe ein paar schon hergestellt. Auch ein paar Extreme. Ja, werden wir, Und du? glaube ich, auch noch sehen. Naja, leider habe ich es gestern nicht aufgenommen, wie alle eins von den Rezepten gekostet hat. Ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass er das tut. Ja, es lässt sich ja wiederholen. Ja, du Aber hast ja gehört, was meine Zuschauer vorschlagen. ja, genau. In der Tat kann man Buffood, oder Buffood ist dann nicht der richtige Name.
Man kann auch tödliches Essen herstellen. Nennen wir es Debuff-Food. Kann man in der Tat herstellen und Würde ich nie tun. somit eine Gibt große keine Freude Beweise. machen. Ja, nie, niemals. Und das eine hat alle vernichtet und das andere weißt du nicht, was ist. Ja, es ist schon interessant. Also dieses ganze Kochen, das muss ich mir unbedingt jetzt anschauen. Ich hatte da jetzt so eine Kleinigkeit mal gesehen von. Haben sie schon interessant gemacht. Und es ist ja auch, so wie ich das verstanden habe, erst der erste Wurf. Das soll noch Einmal ist weiter. doch schon nachgebessert worden. Soll noch ausgebessert werden und noch ausgeweitet werden, ja. So, deiner ist fertig. Falls du nochmal einen Primate holen magst, der hat noch drei. Wird eng. Eins mehr brauche noch. Moment, so Nimm jetzt den. folgt Ich man dir nehme ja wenigstens nicht den mehr. kleinen so lange, ja. Was? Was denn? Irgendwie deiner dreht gerade voll am Rad. Wieso? Weiß nicht, der fliegt hier rum und greift eine Kröte an. Oh Mann. Ja, so viel Spaß beim Kröte umbringen. Oh, ich bin da in ein mega neueres Nest gekommen. Oh, ich hab'n bewusstlos gemacht, die oder ihn, ja, den Frosch bewusstlos gemacht, aber ich frage mich, was das jetzt soll. Ich habe den weggeworfen und da war der Frosch in der Nähe. Vielleicht wird das dann als Angriff gewertet, wenn du ihn auf den Frosch wirfst Möglich, oder weil so. du kannst ihn ja so werfen. Ach, jetzt leck mich doch am. Jetzt kommen hier noch mega Neurasisen-Sinse. So kann ich den Vogel nie einfangen. Bleib hier! Mann, 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 Mann. Mal eben schnell in die Morphos anfilmen. Finde den Fehler. Ich finde ihn dafür gar nicht. Hat er noch das? Irgendwas greift doch schon wieder an. Alter, da vorne sind T-Rex. Oh Mann. Hat uns gerade ein bisschen Primate vorbeigebracht, ist doch nett. Der will uns das Primate wegfressen. Oh ne, das Level hast du jetzt nicht gesehen, oder? Nee, was war's denn? 112. 112? Echt jetzt? Ja. Nicht so gut. Aber er hat bei weitem nicht so gut ausgeschaut wie der heute Mittag. Ja, wir haben heute schon mal einen vernichtet. Die Folge kennt ihr ja bereits. Die ist am selben Tag aufgenommen. Das ist ein toller Tag scheinbar. Ein toller Tag zum Zähmen. Ach ja. Trefft jetzt schon wieder an. Wahrscheinlich Mega Ich sehe Neura. nichts. Mega Neuren. Ich sehe auch nichts. Ist denn der dritte Flieger jetzt, der kleine? Oh. Steht er vielleicht auf Akro? Nee, da. Boah. Hilfe, ich bin voll überfordert. Was hast du für ein Problem? Ja, jetzt sind die gerade beide fertig geworden. Ich musste zweimal Namen eingeben. Du kannst dir auch abbrechen machen und machst das nachher. Ich weiß, aber So, ich. du hast jetzt zwei. Wo ist der Da dritte? vorne, da. Hier. Ah. Der ist wahrscheinlich Den von kannst du mir Insekten lassen. gelagt worden. Das wird's gewesen sein. Kannst du mir hinten einen wegschnappen? Ach, jetzt. Das gibt's doch nicht. Es ist schon wieder diese Insekten, die sind's hier gerade, die. Ja, die Mega Neura. So, sind tot. Gut. Okay. Also einen habe ich auf dem Buckel, kann das sein? Ja, der ist auch immer noch auf dem Buckel. Die Dann. anderen fliegen dir wie wild um den Kopf. So, jetzt sind sie stopp und du kannst dir einen schnappen. Hoffe ich.
So, bei deinem Füßen Ich habe einen. bei den Füßen vom Rex liegt noch einer, dann nehme ich den auf Follow. Ja, die sind alle auf Attacking Target. Daher greifen sie natürlich auch an. Okay, sind die standardmäßig auf Attack Target? Nach dem Zähmen immer. Okay. So, dann habe ich mal alles auf neutral gepfiffen gerade. Das wird wahrscheinlich nichts bringen, solange sie auf unserer Schulter sitzen. Weiß man's. Oh, mein Idefix hat ein Level. Schön. Und jetzt 34.000 Leben. Das ist schon echt nice. Ja, das ist ganz okay. Selbst die Abrissexpertin hat nur 22.000. Ja, und das ist unsere wie soll man sagen, unser XP-Champion ist die Abrissexpertin mit 50.000 oder so. Erfahrungspunkten, ja. die gesammelt hat. Die war halt fleißig und hat schon viele Alphas gefressen. Da sieht man mal, wo es aber mit dem Idefix noch hingehen kann. Der hat erst 17.000. Ja, der wird ein Monster. Nun muss man sagen, beim Idefix haben wir Glück gehabt bei der Entwicklung. Der hat sich wirklich die besten Werte ausgesucht. Der hat nur das Beste vom Besten genommen, auf jeden Fall, ja. Schauen, dass der Kleine hinterherkommt. Lustig, dass uns noch keine Kompis überrascht haben. Normalerweise stehen die da Schlange und warten eigentlich nur drauf, dich zu nerven. Ja, die wissen, dass ich auch da bin und jetzt haben sie Angst. Ach so. Hat sich sicher rumgesprochen, was ich da die letzten Tage so aufgetut habe beim Kompis fangen. Dass ich die ganz gemein austrickse. Das heißt, ja, du hast sie in die Küche gelockt. Das ist so fies. Lockt sie bis vor den Eiskasten. Ja. Lockt sie mit feinsten hier Lendenstückchen. Und dann werden sie umgehauen. Eiskalt. Nochmal? Kann es sein, dass wir beide aufgemacht haben? Nein, sowas passiert uns doch nie. Wann genau nicht? Weiß nicht. Hat man schon lange nicht mehr, was? So. Er kommt leider hin. So, dich habe ich auch. Naja, also. Das Ding. Ja, ich wusste ja nicht, ob Männchen oder Weibchen, und da kam dieses blöde Namens. Warum läufst du? Du kannst doch auch abbrechen drücken, dann kannst du es einfach später benennen. Warum läuft das? Keine Ahnung. Was macht es? Was? Also irgendwie sind die heute komisch. Jetzt ist aber gut, ja? Nein, jetzt wandert er nicht mehr. Flatterding, Level 96. Yay! Ich würde sagen, wir haben jetzt 27 Minuten rum. Die Abrissexpertin hatte was zu sagen. Oh. Komm, der eine muss noch wohl, weil... Ja, natürlich. Der ist ja, der sagte auch, ich will einfach mitmachen. Hast du alle auf Passiv gepfiffen? Jetzt schon. Ist aber nur Level 20, lohnt kaum. Vorher sagt er noch Level egal. Nee, ist auch so. Nur ist jetzt nicht so die Mega-Action. Na komm. Krieg dich. Himmel, Herrgott, Dunne, keine Mononin. Was? Was hat er gesagt? Genau, bitte einen Übersetzer dazu. Scheiße. Okay, so, haben wir einen. Ja, so, ich bräuchte ein bisschen Fleisch. Wo kommt die Angriffsmusik? Ja, weil hier noch ein Mate-Boost ist. Ich leg den auch noch an der Mauer, liegt der andere, ich übernehme. Okay. Versuche. Wunder dich nicht, falls du einen Pfeil im Kopf hast, der schwebt nämlich als über dir. Ist okay. Ach Gott. Was macht dieses Tier? Was, backt das bei dir auch so in der Mauer rum? Ja. Na, das ist voll praktisch. Aber wenigstens geht's nicht auf unsere Rüstung. Du musst es doch so sehen. Man trifft's auch. Nee, hahaha. Wo ist jetzt? Über Ach, mir. Bei dir. Räumt schon ja, auf den Pfeil im Kopf. Hat halt T-Rex besonders gern. Haha, no. Mistvieh! Boah, die sind jetzt richtig nervig. Ja. Aber du wolltest das unbedingt haben. Also holen wir da.
Wo ist er? Bei der Mauer. Ach, bei der Mauer, ja. Hast du den anderen im Blick? Der da betäubt? Ja, ja. Okay. Oh, jetzt ist er wieder hier am Backen. Ey, das kannst du überhaupt nicht treffen. Was willst du denn da machen, ey? Hundert Pfeile. Weißt du, so gefühlt. Wo ist denn jetzt hin? Ich glaube, jetzt ist er durch die Mauer und weg. Dann soll er da weg sein. Ist auch egal. Wird jetzt eh dunkel. Ja, ich glaube, der ist weg. Nein, der greift noch immer die Mauer an, aber von außen. Echt? Ja, der ist immer noch ziemlich genau da hinter der Mauer. Das ist interessant, weil ich höre keine Angriffe. Ungefähr auf halber Höhe. Ich hab's auch nur einmal gehört. Scheiße. Was denn? Zu. Nein! Was hast du gesehen? Ach, da ist eine Katze drin jetzt. Und alles steht auf Passiv. Ach, Mann, ich hab doch. Also, das ist. Weißt du. Mal eben schnell die Mauer dann zähmen. Finde den Fehler. Aber du glaubst das einem ja nicht. Du musst das immer nachweisen. Okay, ich gehe nochmal kurz rausgucken, ja? Mal kurz. Er hat schon wieder gesagt. Ich sage ja, er ist nicht lernfähig. Das ist absolut. Also, nicht nur nicht lernfähig, sondern lernresistent nennt man das. Oh ja. What's Was hast du diesmal mitgebracht? Noch nichts. Ich hätte da einen Raptor im Angebot. Den mach fertig. Ja, ja, der ist auch nur Level 4. Der treffen nur nicht. Das backt alles hier heute so rum. Grausam. So, hier habe ich gerade den Flattermann gesehen. Wo ist er? Ah, oh, noch ein Raptor. Ja, aber es kann mit unserem Problem zusammenhängen. Ja, möglich. Okay, jetzt sind es viele Raptoren. Ach, brauchst du Hilfe? Ich muss meine Speerkünste doch wieder optimieren. Brauchst du Hilfe? Nein, alles gut. Okay. Ich wäre übrigens dafür, dass wir da irgendwo eine kleine Türe auch einbauen. Ja, dann läufst du nur direkt in die Stacheln. Ja, ist mir schon klar auf den meisten Stellen. Aber du kennst das doch so wie bei uns, dass du schnell auch rein und rausgehen kannst, wenn du ohne Dino durch willst. Ja, müssen wir mal überlegen, ob man von... Ja, vielleicht können wir es noch irgendwo einbauen. Wenigstens einmal. Ja, mal gucken. Also ich sehe jetzt den Dimorphodon leider nicht mehr. Das ist ein bisschen dunkel für die. Ja, ja, klar. Aber du wolltest ja eigentlich eh schon längst die Folge beenden. Ja, wollte ich eigentlich. Dann schauen wir uns den Taubenschlag in einer der nächsten Folgen an, würde ich vorschlagen. Ja, genau. Können wir in der nächsten noch machen. Dann schauen wir uns mal an, was ich da oben zusammengezimmert habe. Wir müssen die ganzen Viecher ja auch noch hochtragen. Die werden wir noch hochtragen und dann nochmal umbenennen, weil Flatterdings, oder? Auch Flatterdings und Flatterdings. Flatterdings finde ich gut. Die bleiben, ja? Na gut, okay. Hast du deinen Rex schon reingeholt? Nee, der steht noch draußen. Ja, dem geht's gut. Ja, der steht aber auch auf Passiv, oder? Ja, ich fürchte. Obwohl, nee, ich fürchte, hatte ich mal. Oder? Auch ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich hole ihn rein. Ist sicher. Ich glaube, wir sehen jetzt gerade gar nichts im Let's Play. Es war alles gerade sehr schwarz. Also, ich mache den Endscreen an, den Rest mache ich mal im Offscreen. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Dann mal schauen, was wir dann anstellen. Also wahrscheinlich entweder in der nächsten oder in einer der nächsten Folgen werden wir dann hier, wie gesagt, den Taubenschlag mal vorstellen. Ich mische das ja immer so ein bisschen durch. Ich weiß nie, was ich als nächstes mache. Ja, was sich immer ergibt, das kann halt alles sein. Genau. Arg halt. Kann auch sein, dass ich koche. Oder... Ja, oder du kennst es doch. Ich gehe einen Spino suchen und komme in Brontoheim. Oder sowas. So ist es. Also insofern, mal gucken. Aber wir werden den Taubenschlag auf jeden Fall noch sehen. Und allerlei weiteres sicherlich auch noch. Natürlich. Jo, und darum würde ich sagen, wir sehen uns dann wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.